Herzlich willkommen zur weiteren Folge der Karte Immo Thüringen. Wir fahren jetzt los und verkaufen das Holz. Nebenbei bestellen wir noch die Felder. Ja, vier Stück. 48, 49, 60 und 12. Ja, einmal Raps, zweimal Gerste und einmal Weizen. Oder umgekehrt, aber Raps nur einmal. Das soll diese neue Fruchtfolge sein. Wir fangen mit Getreide an. Und dann schauen wir mal, was wir näher nehmen. Im nächsten Jahr. Ich habe es ja hier notiert im Spiel. Und daher ist das sicherlich leicht nachzuvollziehen. Hier ist es gefährlich, und wir müssen ganz langsam fangen. Dass ja nicht umfällt. Dann haben wir voll die A8-Karte. Der Radlader ist weit weg. So. Na, hat er alles gekriegt? Einen Stamm ja nicht. Fällt er runter, wenn ich immer wieder rückwärts, geht leichter. So, 1348, ja, Gas geht mit. Laufen mit Gas, da wird nichts. Aber probier's mal wieder, ne? So, fahren wir zurück. Oh, nee. Ich bin leicht müde. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Ein paar müssen wir noch fällen. Da liegt zu wenig rum. Mal schauen. Gut, angekommen. Was sind die anderen beiden machen hier? Schauen wir eine Karte. Her. So. Grundefeld 60 ist fast fertig. 49 ist auch fast fertig. So gut wie. 48 braucht noch ein bisschen was. Hier sind zwei gleiche Sorten drin. Und 12 braucht noch ein bisschen. Wir gehen mal auf den Deutz. Der ist fertig. Können wir den zurückfahren, die Sachen reparieren und herrichten. Die Ecke noch machen. Machen noch mit fertig, die kleine Ecke da. So beim Starten. Apropos fertig machen, wir werden gleich die Restarbeiten durchführen. Ist garantiert noch was zu finden. So. Ah, das passt schon. Die Ecke noch, kleine Ecke da. Dann mal schauen, ob er hier die Ecke ordentlich gemacht hat. Ah, ja, noch nicht ganz. Also alles okay, oder? Ah. Am Rand wollte ich gar nicht mehr machen, aber hier in Mitte. Ah, das passt schon so.
Ich denke mal, dass es okay ist. Risiko, aber ich denke mal, da hinten hat er das auch nicht gemacht. Und mal einklappen. Fährt sich bestimmt besser. Reparieren und alles wieder auffüllen, damit wir das Feld 38 vorbereitet sind. Gras wächst auch schon. Was ich mal beobachten muss, ob Gras Stufe 1, 2, 3 wiederkommt oder ob Gras in der Stufe 1 bleibt. Das muss man beobachten. Das weiß ich genau. Normalerweise, ja, das war doch normal, ne? Das heißt, gucken heißt mal gleich mal reingucken. So, bei Gras aktivieren. Dann sind wir grün. So. Erntereif, so Stufe 1 aktuell. Wo ist die Ecke? Gras, oder? Ah ja, ist Gras. Gut, ist Erntereif, Stufe 1. Mal sehen, ob sich das nächsten Tage sich ändert. Nur aus reinem Interesse. Also wenn die Aussaat fertig ist, dann könnten wir eigentlich auf 5 gehen. Wir haben es jetzt genau Uhrzeit, recht früh. 9:45 noch nicht ganz. Können wir auf 5 gehen, weil das schaffen die locker. Machen wir Deckel auf. Dünger ist auch schon vorbereitet oder kalt? Ich glaube eher Dünger. Das Dünger. Das Dünger. Deckel zu. Müssen wir mal sehen, ob wir das in Pflegebereifung machen. Besser ist, ne? So. Den füllen wir auf. Und dann, ja, Reparatur, Taktorgewicht, ja, Sämaschine hat es nicht so überhaupt geklappt, aber nicht repariert gehabt. Geht mal rein. Aber waschen werden wir nicht, das kommt eh Dreck. Das werden wir waschen und nicht mehr rauchen. Das heißt, sobald Feld 38 auch fertig ist, war mir noch nicht ganz sicher, was ich da einsehen wollte. Glaub Sonnenblumen. Sogar Rübenbrand wäre jetzt, ne? Ja, da muss ich mir überlegen, ob was ändern tue. Das wird ja ein Mammutprojekt. Das wäre eher für die normalen Felder, wie die 12 oder 48 oder 49 oder nicht 38. Tank müssen wir auch, tanken wir auch.
so richtig drin. Nicht schlecht. Das war dann nur kaputt. So, tanken. Erstmal gute Sicht schaffen, ne? Schön tanken. Denn so leer wie der war, bei dem großen Feld wäre das ein bisschen Risiko. Hab zwar einen Tank, wo man notfalls hinfahren könnte, aber muss ja nicht sein, ne? Fahren wir Richtung Feld Nummer 38. Sonnenblumen war das gewesen. Da werden wir wahrscheinlich mit zwei oder drei Maschinen arbeiten. Wahrscheinlich. Könnten wir mal mit vier probieren. Ein paar Meter gefahren, natürlich kaputt. 0,01. 0,1. 0,1 kaputt. So, wir stellen mal hier vorne hin. Hier werden wir beginnen. Wer ist fertig geworden? 48 nicht. Hier haben wir auch noch Arbeit machen. Mal einfach entlassen. Jetzt können wir eine Steuerung nicht übernehmen. Machen wir Allrad, ne? Aber eins muss ich verstehen, der eine macht Probleme, also das ist ein anderer Typ. Gut, okay. Wollte ich jetzt. Achso. Mal sehen, dass wir das hier irgendwo in der Mitte war, also eine Stelle gewesen. So. Wo wir im Prinzip begonnen haben und wo wir dann. Das wird auf dem anderen Feld auch so sein. Aber das ist mir jetzt mal nicht so tragisch. So, gehen wir vorne Ecken ran. Die Ecken macht er meist nicht so schön. Dann haben wir die Aussaat auch schon fast geschafft. Fast. 38 fehlt noch. Da wollen wir mal sehen. Morgen. Dass morgen entsprechend Temperatur hat. Unkraut von letzten Saison oder so. Nehme ich mal an. Aber nicht ganz geschafft. Noch zu schmal. Amazone Condor.
Null zur Ecke. Ah ja, zur nächsten Ecke. Schöne grüne Bäume, ne? So ein frisches Laub, so schön grün. Aber hier hat er nicht viel gelassen. Können wir schnell zur nächsten Ecke eiern. Hat recht geflackert. Bildschirm, weiß auch nicht was. Beim nächsten Mal Feld pflügen muss ich hier mal. Ja, mal die Maisdinger wegnehmen. Mit dem Flug. So, das haben wir auch erledigt. Und ganz kurz mal einen Blick riskieren. Ich dachte, hier Kalk fehlt. Das kann auch passiert sein. Hoffen wir nicht. So. Kalk muss nicht rein, alles gut. Hier ist schon Zahler gedüngt. Da muss noch. Dann ist der auch fast fertig. Und der braucht noch ein bisschen. Gut, dann können wir zurückfahren. Klappen wir mal ein. Und dann gehen wir unter Vollgas zurück. Ebenfalls auffüllen und reparieren. Obwohl, hier wird das nicht ganz so dramatisch. Der war vorrepariert. Aber auffüllen müssen wir das. Oh, schon plus 7 Grad, das ist ja fast schon heiß. Ob die beiden sich vertragen? Mit dem Deutz oder eine hier. Ich glaube, Takt aus egal. Bremst besser. Aber zu weit gefahren. Ja, machen wir Silage. Irgendwann mal, ne? Oder machen wir Ballen. Pressen wir ein paar Ballen. Wenn wir die Gerätschaften kaufen. Hat mir fehlt so Energiewerke und die Ballenfresse. Ja. Für eine Wiese lohnt sich fast nicht, ne? Ja. So, Klappe zu. Ach, das brauchen wir nicht reparieren. Unter 5% brauchen wir nicht anfangen. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Dann sagt man schon mal Danke dafür. Danke auch fürs Reinschauen. Ja, ne? Hoffen wir uns sehen wir uns dann morgen wieder. Ciao, ciao.